nieder für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach allerlei künstlicher Empörung seitens der Grünen, die kann man gut nachvollziehen, Herr Griecher, wenn man aus Nordrhein-Westfalen kommt, die Umfragewerte in den Keller gehen und auch der Boden noch nicht absehbar ist, glaube ich, sollten wir noch mal zu einer sachlichen Betrachtung der Thematik zurückkehren. Wenn Sie hier formuliert haben, in der Aktuellen Stunde die Haltung der Bundesregierung zu verschärften Abgastests in Europa, dann kann man zunächst nur festhalten, die Bundesregierung, Minister Alexander Dobrindt und die Unionsfraktion haben sich in der Vergangenheit für schärfere Abgastests in Europa ausgesprochen, und sie tun es auch heute. Und die Darstellung, wir würden Brüssel in der Frage ausbremsen, ist eine Verdrehung der wirklichen Verhältnisse. Wir sind deutlich weiter als alle anderen EU-Staaten. Unsere Vorschläge müssen wir in Europa umsetzen. Wir haben eine Reihe von Änderungen in Deutschland auf den Weg gebracht. Die Kollegen der Minister haben das hier schon ausgeführt. Deshalb will ich den Blick noch mal darauf lenken, woran krankt denn das europäische Abgastestsystem? Die geltenden europäischen Vorschriften sind nicht mehr als der technische Minimalkonsens. Zwei systemimmanente Probleme treten ganz deutlich zutage. Erstens, Formulierungen der europäischen Prüfvorschriften lassen zu viel Raum für nationale Interpretationen und legale Optimierungen. Anstelle von engmaschigen Vorgaben gelten großzügige Ausnahmetatbestände. Der geltende Gesetzesrahmen hat somit zu Fehlanreizen geführt, die Regeldehnung belohnen und Regeltreue bestrafen. Zweitens, die Vorschriften haben Wettbewerb geschaffen, wo wir eigentlich keinen Wettbewerb gebrauchen können, nämlich zwischen den nationalen Typengenehmigungsbehörden. Der Kollege Kühn hat das ja eben ausgeführt, wo was genehmigt worden ist, war übrigens nicht in Deutschland. Der Zulassungstourismus in EU-Staaten mit zahnlosen Genehmigungsbehörden führt den Freizügigkeitsgedanken ad absurdum und muss unterbunden werden. Und deshalb müssen wir zunächst, lieber Herr Griecher, diese Analyse treffen, um dann zu sagen, was wollen wir und was müssen wir denn tun? Der Fehler liegt in beiden Fällen, den beiden Punkten, die ich genannt habe, im europäischen System und seinem Regelrahmen. Die Lösung hierfür kann auch nicht eine europäische Superbehörde sein. Wir müssen nicht alles nach Brüssel delegieren. Stattdessen brauchen wir, und da hat der Minister vollkommen recht, einen engmaschigen, vor allem verbindlichen europäischen Rechtsrahmen, der Nachuntersuchungen ermöglicht und der Ausnahmen zurückdrängt. Und nur dort, wo Unklarheiten verbleiben, sollte eine europäische Clearingstelle im Einzelfall entscheiden, ob Abschalteinrichtungen zum Motorschutz zulässig sind. Wie muss nun der europäische Rechtsrahmen weiterentwickelt werden? Zunächst die Feststellung, wir brauchen eine Generalüberholung des europäischen Rechtsrahmens, und dieser muss die folgenden Ziele umsetzen. Erstens, wir müssen die Ausnahmetatbestände überprüfen. Nationale Handlungsspielräume machen ja in vielen Fällen Sinn, aber nicht bei der Interpretation von Abgasvorgaben. Für diejenigen Abschalteinrichtungen, an denen wir festhalten wollen, erwarten wir von den Herstellern überprüfbare Begründungen, warum man auf die jeweilige Vorrichtung nicht verzichten kann. Zweitens, die Hersteller müssen die Software offenlegen. Hersteller müssen hierzu verpflichtet werden. Wir haben das bei uns auf den Weg gebracht. Das müssen wir europäisch auch verankern. Wir wollen nicht nur wissen, dass Emissionsgrenzen eingehalten werden. Wir müssen auch verstehen, wie die Hersteller sie einhalten. Die Regelkonformität der Emissionsstrategie muss die Bedingung für die Erteilung der Typgenehmigung sein. Und drittens, unabhängige Nachprüfungen müssen möglich sein. Deutschland hat sich dafür eingesetzt, dass das Prüfinstrumentarium erweitert wird. Wir wollten und wir wollen der Feldüberwachung in den europäischen Vorschriften eine prominentere Bedeutung einräumen. Dazu müssen die Prüfabläufe zur einheitlichen Anwendung in allen europäischen Mitgliedstaaten in den Einzelvorschriften verankert werden. An die Stelle der Rollenprüfstände müssen Labormessungen, mobile Messinstrumente auf der Straße treten. Entscheidend ist und bleibt, und das möchte ich noch einmal festhalten, diese Regelungen müssen verbindlich sein. Es reichen nicht Empfehlungen aus. Überall in Europa brauchen wir eine rechtlich bindende Vorschrift, keine Empfehlung aus Brüssel. Und so wie Minister Alexander Dobrindt das beim
Kraftfahrt-Bundesamt angewiesen hat, wie vorzugehen ist, so brauchen wir auf europäischer Ebene einen solchen verbindlichen Rahmen. Und wir können, glaube ich, festhalten, mit den angestoßenen Prozessen, dem, was in Deutschland seit Herbst 2015 unter Alexander Dobrindt auf den Weg gebracht worden ist, sind wir auf einem guten Weg, und den werden wir so fortsetzen. Die Kollegin Kirsten Lühmann hat jetzt das Wort für die SPD.